Hallo und herzlich willkommen zu GTA Online auf der Next Generation Konsole Xbox One. Ha. Auf der PlayStation geht's natürlich auch, aber wir spielen auf der Xbox One und bei mir ist der liebe Doc Shade. Hallo. Ali, hallo. Ja, für dich ist das erste Mal GTA Online. Ja. Du hast ja wirklich, GTA ist an dir total vorbeigegangen, ne? Das hat dich überhaupt nicht interessiert, dass das letzte Jahr alle GTA gespielt haben. Korrekt. Ja. Korrekt. Und zum Glück habe ich dich jetzt endlich überredet, das mal mitzumachen. Ja, und habe direkt ein Auto im Kanal versenkt. Also ja, ich habe mir jetzt einen Hubschrauber geschnappt und dann kann ich dich direkt mal abholen. Ja, hol mich mal hier aus dem Feld ab. Oh nein, da kommt einer. Ja. Die sehen direkt, schwache Spieler werden direkt aufgespürt und vernichtet. Ja, Knaller. Ja, du bist ja jetzt Level 1, ne? Ich kann dir gleich mal werden. Ich hol dich ab mit dem Hubschrauber. Oh! Ah, verdammt! ja, da hat mich jemand mit der Rakete. Ein Kampfjet hat mich abgeschossen. Ja, Scheiße. Gut, dann treffen wir uns so, oder was? Müssen wir mal sehen, wie wir uns sehen. Ja, wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich? Wo bist du? Ja, ich brauche erstmal ein Auto. Wie gesagt, meins liegt im Kanal. Warte mal. Wo bist du denn? Ah, Freunde, kann ich dir auch direkt mal erklären. Ja, bitte. Du bist ja der weiße Punkt und bei dir ist so ein halber blauer Kreis drumherum, ne? Ja. Das heißt, du bist nicht weit weg, bleib, okay, du hast noch einen in der Nähe, ne? Ich komme zu dir. Ja, der steht hier vor der Tür. Ja. Und, ja, okay, der ist auch weiß, ne? Der hat auch einen weißen Punkt. Ja, das sind alles Online-Spieler. Ach so, ich dachte, wenn die rot sind, weißt du, dann... Nein, rot, es gibt verschiedene Zeichen, wenn die rot sind, sind die, glaube ich, irgendwie, da hat sich dein Charakterstatus verändert, dann sind die aggressiv oder, ich glaube, bei Kopfgeld sieht das noch ein bisschen anders aus, wie ist denn das Symbol bei Kopfgeld, dann ist das auch rot und, glaube ich, noch ein Totenkopf oder so, weil zum Beispiel, wenn du jetzt auf die Karte guckst, da siehst du einen Jet, der ist rot. Ja. Genau, der ist besonders böse, der Spieler. Ja, hier, pass mal auf. Ich hänge jetzt hier. Ja, ich komme zu dir. Zwischen Haus und Zaun, ne? Ja. Und jetzt möchte ich über diesen Zaun. X, aha. Ja, X, genau. Okay, so, das haben wir schon mal geschafft. Ja, siehst du. Jetzt brauchen wir erstmal Auto hier. Das ist ja lustig. Man trifft selten auf, also heutzutage auf einen GTA-Spieler, der noch nie GTA gespielt hat vorher. Das ist jetzt auch mal was Cooles. Jetzt hat mich einer geklatscht. Du Penner, dich mach ich platt. Ja, ich komme jetzt. Er hat gleich keine Chance, wenn wir zu zweit sind, hoffe ich. Oh, ist das geil. Bist du tot? Nee, aber ich habe hier einmal mehr als frisch gemacht und die Leiche auch noch geschändet. Ist das nicht lustig? Ach so, aber kein Online-Spieler, oder? Jetzt fahr ich warte. Und jetzt pass auf. Die Leiche hat die Tür meines Autos abgetreten. Ja, warte. Bleib stehen. Ja, ich bleib stehen. Hier, siehst du auf der Karte, wo ich bin? Ich bin jetzt hinter dir. Ah. Fahr mal rückwärts, dann steige ich mit ein. Komm her, Junge. Dann, Na, also. Stehen bleiben. Ja. Und dann, Da kommen Bullen. Hast du Sterne? Ach ja, das ist auch so. Genau, das kann ich ja direkt mal erklären. Wenn du Sterne hast und ich komme zu dir. Ne? Ja. Ja. Und misch mich da ein. Wenn ich ins Auto steige, habe ich auch direkt sofort die Sterne, die du hast. Da liegt die Leiche. Ja. Ja, und... Oh Mann. Okay, ich kann natürlich helfen und dir aus dem Auto schießen. Ja, aber lass deinen Arm drin, sonst fahr ich dir den ab. Ja, aber warte, ich muss mal die Ansicht wechseln, damit ich die hier erwische. Und ich muss sie erstmal auspacken. Weil in der Ego-Perspektive kannst du natürlich nicht komplett hinter dich schießen, ne? Weil dein Arm ja nicht so weit rausgeht. Logisch. In der Third-Person-Perspektive, wenn du umwechselst, kannst du aber egal wohin schießen, rund ums Auto. Alter, Spiel ist das schwer. Ja, wir haben auch schon 3 Sterne. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt kein Spaß mehr, ne? Das ist jetzt kein Spaß mehr. Ja, die Straße ist so eng. Weiß ich nicht. Wir müssen mal hier weg. Wir müssen mal. Verdammt, ich hab nur. Ja, okay. Ist natürlich gut, dass wir jetzt dich als Fahrer auserwählt haben, da du ja schon so viel GTA-Erfahrung hast. Korrekt. Das wird eng. Oh, ich hab da eine Granate geworfen. Weg. Was? Ja, ich versuch. Glück gehabt.
Oh, ich hab ihn getroffen. Wir brennen. Ist das schlecht? Ja, das ist schlecht. Wir müssen raus. Wir müssen raus. Aus dem Auto. Aussteigen! Raus. Rennen! Oh, ich hab schon 4 Schüsse abbekommen. Ja, dann mach sie platt. Ja, ich mach sie doch platt. Ich bin dabei. Boom, boom. Weg hier. Komm, irgendwo komm, komm. In Seitenstraße. Komm, ab, 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 komm in die Seitenstraße hier. Wie rennt man? Ah, mit A. Wo bist du? Warte. Komm ins Polizeiwagen. Den Polizeiwagen. Hier, hier, stopp, stopp, stopp. Hier rein. Ich muss. Krieg man die Ballern auf mich. Hallo, hier. Wo bist du? Im Polizeiauto? Ja, ich komm. Oh, meine Güte. Boah, wir haben 4 Sterne. Junge, Junge, das fängt... Ah, ja, dann hau ab, Mann! Ey, warum hast du mich... Gib Gummi! Ach, ich bin der Fahrer, oder? Du hast mich aus dem Wagen geschmissen. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, wie cool. Oh, Mann. Okay, der Vorteil ist, wenn man stirbt... Man hat keine Sterne mehr. Man hat keine Sterne mehr und wir können hier mal ein bisschen in Ruhe rumgucken. Oh, war das ein Krimi, du. Junge, Junge, Junge. Okay, der Frischling, der muss noch einiges lernen hier. Ja, mein Gott. So, zeig dich mal. Bleib mal stehen. Achso, ich wechsle mal wieder in die Ego-Ansicht. Wie spielst du? Spielst du in der Ego oder Third Person? Third Person, aber ich. Wie kann man nochmal in die Ego wechseln? Hier die Select-Taste. Ah, ja, okay. Ist in manchen Situationen gut, in manchen, also man kann, ich finde so, wenn man halt zum Beispiel als Beifahrer schießt, ist es besser, wenn man Third Person macht. Der Rest sieht natürlich geiler aus in. Oh, was will die denn hier? Wir können mal das Auto hier nehmen. Komm, steig mal ein. Nee, ich will den hier verkloppen noch ein bisschen. Ja, das sehe ich, wie du das machst. Hallo? Okay, ich schmeiß mich jetzt nicht direkt wieder raus. So. Boah, verdammt. Oh, der ballert denn da? Ja, versuch ab. Bist du noch im Auto? Ja, warum fährst du nicht? Ja, weil ich tot Alter, bin. Alter, fährst du immer was, Luan? Ja, ich bin tot. Ach, ich sitze am Steuer jetzt. Aha. Verdammt, wer war das? Wer hat mich denn da abgeballert? Weiß nicht. Ja, bleib mal stehen, hol mich ab oder so. Ach, wo bist du? Ja, auf da. Der Karte siehst du komm immer, wo Berg, ich bin. Ich bin den Berg runter rechts, da also bin ich direkt. Ja, okay, ich komm, warte. Da sind die Bullen drauf. So, wer hat uns denn da abgeschossen? Hier ist doch keiner in der Nähe. Nein, das ist der, das bist ja gar nicht du, das ist der, der uns abgeschossen hat. Ach so, komm, ja, ich seh ihn. Oh, scheiße. Ich seh ihn noch nicht, warte. Wo bist denn du? Ja, ich bin hier am Berg noch. Bist du der mit dem blauen Kreis? Ja, Halbkreis? Der mit dem blauen Kreis ist dein Freund. Die Bullen. Hi. Dann bleib da. Ich versuch... Oh, ist das hier... Ja, das ist GTA Online, ne? Knaller. Das ist natürlich... manchmal kommt man halt nicht zu dem, was man eigentlich machen will. Wir steigen mal ein. Und, ja, was gibt's denn so zu erklären? Also auf der Karte, ne, ja. Siehst du ja so, zum Beispiel jetzt siehst du irgendwo auf der Karte vorne, wenn du die Straße weiter guckst, also was ich schon gesehen habe, blauen Fallschirm. Um das abzukürzen, Deathmatch und so habe ich schon gesehen. Und alles klar, genau, das ist ein Deathmatch, zum Beispiel das hier ist jetzt ein Fallschirmsprung, den können wir ja mal zusammen machen. Ja, bitte, wo? Siehst du das auf der Karte doch? Ja, ich sehe da einen Totenkopf, meinst du, oder was? Nein, siehst du nicht den Fallschirm? Ah, kann sein, dass du die noch nicht machen kannst. Das nee. Kann natürlich sein, weil du Level 1, hier, wenn du jetzt, eigentlich müsste das jetzt links neben dir sein, irgendwo auf der Karte. Links? Nee, sehe ich nicht. Dann lass mich mal fahren. Sollen wir den nehmen? Komm, der sieht besser aus hier. Typ, raus mit dir. Ach, scheiße. Bäumchen wechsel dich, oder? Ja, warte. Wie hast du es eigentlich eben geschafft? Hä? Warte. Hä? Warum steht denn der Wagen jetzt hier? Der hat... Okay, da ein bisschen komisch. Okay. So, dann steigen Sie mal bitte ein. Okay. So. Ja, es ist natürlich wichtig, dass du jetzt Level steigst, damit du dir bessere Sachen leisten kannst. Guck mal, hier sind welche, die picknicken, so. Und hier siehst du nichts, ja? Hier siehst du keine Mission vor dir. Nein, aber ein Flugzeug. Ja. Und ein anderes Flugzeug. Und ein anderes, guck mal, das jagt das jetzt. Wo sind die? Ich sehe die gar nicht. Ja, das gucke ich mir mal an. Warte mal, nicht bewegen. Ich will mal sehen. Schießt er das ab? Ich sehe die gar nicht. Ach, da oben. Ja, klar, schießt er den ab. Der schießt uns gleich ab, wenn wir so weitermachen, ne? Wenn wir hier blöd rumstehen, oder? Ja, das kann sein. Aber dann, gib Gummi.
Ja, okay. Wie, dann erklär mir mal, wie werde ich jetzt Level 2? Level 2 wirst du, wenn wir jetzt irgendwas hier machen. Warte mal, ich markiere mal auf der Karte zum Beispiel mal erstmal ein Autorennen. Das kann sein, dass du das fahren kannst. Ja. Du siehst jetzt auch, ich habe jetzt was markiert auf der Straße, ne? Ja, das sehe ich, lila. Da, genau. Ja. Du kannst, wie du Markierungen setzt, dann gehst du einfach in die Karte und dann kannst du irgendwo mit deinem Fadenkreuz hin und A drücken. Und nochmal A, dann ist die Markierung wieder weg. So einfach ist das. Okay. Ja, genau. So, und wenn man halt so wie wir so teilweise befreundet ist, dann sehen wir die Linien, ja? Hast du gerade das Freundeswort in den Mund genommen? Ja, ekelhaft, ne? Ich weiß, ja, so. Wieso fahre ich eigentlich nicht im Ego? Genau, in der Ego-Perspektive sieht das geiler aus. So, jetzt gucken wir mal, ob du das Rennen hier fahren kannst, aber ich denke ja, weil Autorennen... Ja, aber ich sehe es ja schon auf der Map, also von daher kann ich fahren. Ach so, okay. Genau, und das können wir jetzt machen. Auslösen kann man die Ereignisse nicht im Fahrzeug, sondern man muss aussteigen. Korrekt. So, dann machen wir mal, ne? Ja. Der ist in der Folge getroffen. Ich hoffe mal, dass wir jetzt automatisch in dieselbe... Warte mal, du machst... Ich mach mal Hosten, ja? Ja. Und du machst Beitreten. Ja. Hab ich. Jetzt weiß ich nicht, ob der automatisch... Kannst du da auswählen, Freunde beitreten oder... Nee. Warte mal. So, ich hab dich mal eingeladen. Das hätte ich dir vorher vielleicht erklären sollen. Kannst du das noch abbrechen? Ja, warte mal, ich gehe nochmal raus einfach und dann nochmal da rein. Genau, dann gehst du nicht nochmal da rein, sondern nimmst dein Handy in die Hand. Minge Handy, wie mache ich das denn? Dann musst du nach oben drücken, Steuerkreuz. Hab ich. Da bist du doch. Wieso läuft eigentlich Radio bei mir? Das habe ich eigentlich ausgeschaltet. Ich hoffe mal. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie YouTube das macht eigentlich. Also ich habe gesehen bei größeren, die lassen mittlerweile die Musik laufen im Hintergrund. Okay. Aber eigentlich ist das ja GEMA, ne? Werden die Videos weißt du was? Gesperrt. GEMA nicht auf den Sack. Ja, also. Genau. Ja, also bist du wieder in GTA Online? Ah, du trittst bei. Hast du es jetzt übers Handy gemacht? Jop. Siehst du das? Super. Du bist jetzt halt hier drin. Jop. Dann können wir halt, es können noch andere Spieler, ne, aus aktueller Sitzung, siehst du jetzt, ne, die sind jetzt alle eingeladen, da könnte man warten. Okay. Und gucken halt, ob noch jemand mitmacht. Oder man geht einfach, der Schnellstart. Dann läuft unten rechts die Zeit ab. Ja. Und der startet automatisch. Oder man kann jetzt direkt auf, wir gehen mal direkt auf Spielen, wir warten jetzt nicht, wir fahren dann zu zweit gegeneinander. Gerne. Genau. Ja, und mit diesem Job verdienst du halt Kohle. Natürlich ist so ein Job, wo du, weiß nicht, Drogen irgendwo her beschaffen musst, Leute abschießen, Gangs abschießen musst und so, da kriegst du meistens mehr als jetzt für so ein Autorennen. Okay. Ja. So, tja, so dann kannst du dir, Option, kannst du dir Fahrzeuge erwählen, siehst du, ne? Ja. Dann kannst du, klar, die Farbe, logisch. Und Gewinneraktion, was dein Typ machen soll, wenn der gewinnt. Ne? Ja, hab ich. Ja, ich kann mir schon vorstellen, was du genommen hast. Irgendwas mit Wichser oder... oder irgendeine obszöne Geste, ja? Ja, siehst du. Ja. So, dann können wir hier wetten, ne? Ich kann jetzt auch nicht wetten, aber das mache ich mal nicht, weil du hast ja eh kein... Ach doch, du hast doch Geld, du hast ja 500.000, ne, durch den Start. Die hattest du ja beim Kauf dabei. So, ich wette jetzt mal 1.000. So, wir sind jetzt... Ich bin bereit zum Spielen und du musst dann auch auf bereit machen, ne?